Wir werden jetzt nochmal ein bisschen Gelegenheit haben für einen Austausch, für nochmal Fragen eurerseits, bevor wir dann in die sehr wohlverdiente Mittagspause gehen. Ja, ich übergebe gerne das Wort an dich, Matthias. Ja, vielen Dank für diese spannenden Beiträge. Ich fand alle drei einerseits sehr lehrreich, andererseits auch sehr humorvoll. Von überfahrenen Hunden bis zu übler Pizza haben wir da alles gesehen. Jetzt für die letzte Runde habe ich mir wieder viele Fragen aufgeschrieben, aber ich möchte trotzdem möglichst Ihnen als Teilnehmer die Chance geben, gleich zu beginnen. Falls Fragen da sind, dass wir die Zeit so nutzen können. Und da haben wir schon erste Hände. Super, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die interessanten Inputs. Ich hätte eine Frage an Herrn Brunner, weil Sie die, also 90% oder 92%, wie auch immer, die Qualität ist bei der Anonymisierung. Sie haben nichts dazu gesagt, was dann passiert, weil aus einer datenschutzrechtlichen Sicht wären dann die 8% oder was auch immer, ja, genauso dramatisch, wenn die rausgehen. Also vielleicht ist wichtig zu wissen, dass diese 10%, die fehlen nicht unbedingt, weil ich habe schon, vorher hatte ich schon 80-90%. Was passiert, wenn noch Namen drin sind? Vielleicht nur vor, was passiert? Der Mensch, der kontrolliert, oder? Was passiert? Dann bekommen wir eine E-Mail vom Anwalt und dann müssen wir so rasch wie möglich die Daten entfernen. Also sind in dem Sinn 10 oder 8% von den 10%, also wahrscheinlich das heißt, nur wenige. Ja, wenige. Das heißt, meistens sind wir bei 98% oder 100%, oder? Dass das klar ist. Weil, voilà. Aber gute Frage, vielen Dank. Ich hatte da vorne noch eine Hand gesehen. Hat jemand noch? Oder nicht? Sonst ein Thema, was schon ein paar Mal erwähnt wurde, war ja heute auch die Frage der digitalen Souveränität. Das war übrigens das Thema der letztjährigen Transform-Konferenz und so können wir eigentlich wieder sehr gut den Bogen schlagen. Eben du hast gezeigt, man kann sehr gut auf eigenen Modellen Daten testen, also einsetzen, und auf deiner Seite habt ihr eben ja unterschiedliche Tools verwendet, eigene, aber eben auch externe. Was würdet ihr sagen, wo macht es Sinn, auf eigene Technologie zu setzen, eben so auch wie das Bundesgericht, und wo ist es einfacher oder fast eben unmöglich, eigenes zu machen, wo muss man extern gehen? Gibt es da schon so erste Erkenntnisse? Vielleicht, warum haben wir diese Strategie? Wenn ein Benutzer einen Entscheid vor den Augen hat, hat er schon Parteinamen drin. Und ich denke nicht, dass es viele Leute im Saal möchten, dass ihr Entscheid auch in den Entwurf irgendwo hingeht. Okay. Merci. Marcel? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, überall da, wo schützenswerte Daten involviert sind, da macht es Sinn und da muss es wahrscheinlich auch einfach so sein, dass die Dinge in-house oder zumindest on-premise irgendwie trainiert, verarbeitet werden, weil wir nicht wollen, dass die Daten irgendwo sonst sichtbar gemacht werden können, weil alleine der Transfer ist heikel, da könnte irgendwo abgehört werden, was auch immer, und das darf nicht passieren. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel mit den Dissertationen, da ist das Thema natürlich ein ganz anderes, weil das sind grundsätzlich öffentliche Daten. Und da, glaube ich, kann man gut auch gegebenenfalls auf kommerzielle Anbieter zurückgreifen. Okay, also das ist weniger heikel, weil es ja schon eigentlich veröffentlichte Daten sind. Bei euch im Kanton Aargau, wie ihr habt gesagt, Microsoft Datencenter Nord, das ist, und das löst dann die Probleme in dem Sinn. Für diesen Use Case passt das eigentlich ideal für uns, weil es sind in dem Sinne nur Fragen, die gestellt werden und keine persönlichen Informationen über die Person. Das heißt, er identifiziert sich nicht und wir machen keine Verbindung in das ERP-System des Straßenverkehrsamts, wo wir dann Daten von ihm abrufen. Wenn das der Fall wäre, sieht natürlich die Ausgangslage völlig anders aus. Wir haben Beispiele bei uns mit der Polizei, wo wir natürlich auf Daten basieren, die bei uns im Haus generiert werden, und die Predictions, die basieren auf unseren Daten. Auch die Modelle sind bei uns im Data Center. Das heißt, man kann sehr wohl unterscheiden. Das Beispiel mit dem Form Recognizer, bei den Daten beispielsweise sind wir
am Ideen entwickeln für das Steueramt dort. Mhm. Schauen wir uns eben alternative Methoden an, wie wir das in unserem Datacenter machen können. Kann aber auch ein Datacenter in der Schweiz sein, eines Schweizer Unternehmens. Das spricht für mich nichts dagegen. Aber ein Beispiel war ja schon, als ihr so Formulardaten gescannt habt, und das war mit der Microsoft Azure. Genau, das war ein Proof of Concept. Ah. Das sind diese handgeschriebenen Formulare, das wurde von uns so hässlich geschrieben. Ja. 5001 Mutter und 5000 Vater schreibt hoffentlich niemand der Ärzte, aber durchaus mögliche. Aber Gesundheitsdaten. Genau, sind Gesundheitsdaten, deshalb schauen wir auch Alternativen an. Okay. Aber man muss schon sagen, es ist halt so, wenn man auf diesem ganzen Microsoft-Ökosystem aufbaut, dann ist man so schnell drin und du hast so schnell eigentlich lauffähige Prototypen, das ist sehr attraktiv und da muss der Schweizer Markt irgendeine Antwort darauf haben. So wie bei DeepShots zum Beispiel. Genau. Super, vielen Dank. Nächste Frage. Ich habe noch eine generelle Frage zu dem Open-Source-Ansatz. Und zwar, wie geht man in diesem Szenario mit Cybersecurity um? Weil es gibt ja ganz bekannte Fälle in der Open-Source-Welt, die schon Schlagzeilen gemacht haben, wie der OpenSSL-Bug, der nicht absichtlich war. Es gibt neuerdings Machine-Learning-Libraries, wo bewusst Vulnerabilities eingebaut wurden von Hackern, obwohl Open-Source-Review stattgefunden hat. Oder auch zum Beispiel, sag ich mal, kommerzielle Grundprobleme, wie letztens, als der NVIDIA-Root-Zertifikat geleakt war. Also Daniel, ihr braucht ja sehr viel Open Source. Einfach eine ganz kurze Antwort. In der Open Source-Welt weiß man es, bei der Closed Source-Welt weiß man es nicht. Okay, danke. Marcel, möchtest du? Also, ich glaube, gute Antwort. Kurze Korrektur, es wurde gesagt, der Open Assistant-Bug. Der Bug war bei OpenAI, bei uns. Um es klarzustellen. Zum Klarstellen. OpenAI hat Daten geleakt, Open Assistant nicht. Alles klar, danke für die Klarstellung. Bei euch, was? Bei uns setzen wir eine Web Application Firewall ein, die halt Angriffe von außen blockiert. Wir werden praktisch jeden Tag angegriffen. Und klar, die Bugs gibt's. Gerade zum Beispiel, wir haben das Beispiel vorhin gesehen mit PostgreSQL-Datenbanken, die wir bei uns auch sehr stark einsetzen. Ein Technologie-Stack bei mir ist wirklich fast ausschließlich Open Source und dort schützen wir uns halt auch von außen, bis man drin ist. Danach ist klar, wenn der Angriff von innen kommt, muss man die Lücken halt so schnell schließen wie möglich. Wir haben eine penetrante Security, die uns dann immer auf der Pelle rückt, macht endlich vorwärts und aktualisiert das Zeugs. Nichts gegen Security. Pre-Cop-Security sozusagen. Ja. Sehr gut, danke. Weitere Frage, ja, oder Kommentar? Michael Marti, Berger-Göffi, Rechtsanwalt. Eine Frage an den Kanton Aargau. Hat noch nie ein findiger Anwalt gesagt, dass sie gar keine Rechtsgrundlage haben für Predictive Policing? Oder sind sie da voll abgesichert? Wüsste ich so nicht. Ich kann mal bei der Polizei nachfragen, aber das entzieht sich meines Wissens. Das ist eine spannende Fragestellung am Nachmittag. Genau, also es geht ja immer darum, ich habe bestehenden Datenschatz, das haben wir vorhin gesehen. Wenn ich jetzt darauf basierend irgendwelche Predictions mache, es kann ja irgendwo sein, könnte das theoretisch auch beim Steueramt machen, Fraud Detection etc., gibt es wahrscheinlich auch so nicht direkt eine gesetzliche Grundlage dafür. Und ich glaube, Predictive Policing macht jeder Polizist in seinem Kopf selber schon. Und die Frage ist, darf er das? Ich gehe davon aus, ja. Also kann man davon ausgehen, dass man das darf. Aber eine sehr spannende Frage. Für Juristen super spannend. Gut. Also ich glaube, es gibt einerseits Diskussionsstoff am Nachmittag, aber andererseits auch beim Mittagessen. Und in dem Sinn beenden wir doch mit dieser interessanten Fragestellung gleich diese zweite Panel-Diskussion. Wir haben Nachmittag, wie gesagt, die Möglichkeit noch einzugehen. Und jetzt haben Sie alle Statements gehört und das wird sicher Food for Thought oder Food for the Stomach geben. Vielen Dank, Daniel, Marcel und Silat, dass ihr dabei wart.